Hier sind wir wieder, hier sind die Testosteron aus Berlin. Aha, aus Berlin. Genau, weiter geht's. Runter. Ah, die Reflex, bitte. Fuck, fuck, fuck. Dass ihr mir auch alle nachhüpfen musst. Ich habe euch doch gesagt, dass... War quasi schon in der Bewegung drin. Jockey. So, den habe ich ja mal ganz professionell weggekickt. Ah, oh, die Tunnelsuche, das habe ich ja gehabt. Ah, neue Waffe. Super, ja, ich mag die auch nicht. Ach, guck mal, hier unten. Ja, ich, Brandmuni. Ah, sehr gut. Habe ich da jetzt mein Medikat für ihn gelegt? Ja. Das nehme ich mir gleich wieder. Ja, habe ich jetzt. So, gut. Ah, Brandmuni, wunderbar. Dass ich jetzt Brandmuni habe, aber keine Munition. Warum kommt denn jetzt nicht der Tank? Das ist einfach. So, nur ganz kurze Feuerstöße. Oh. Hervorragend. So, das bringt doch jetzt aber, glaube ich, auch alles. Ach ja, wir müssen diese blöde Leiter. So. Ah, hier schon ganz gut. Oh, eine Bitch. Ja, ich also auch. Handmunition vor Sinn. So. Hier? Da unten ist du, da oben ist die Witch. Okay, aber das kriegen wir vielleicht hin. Da, bitte. Okay, halb so wild. Also, lass mich mal... Ja. Alles klar. Was denn mit der Frau? Ja, Brandmuni. Ah. Ich hatte noch 50, ich hatte meinen komplett Brandmuni noch am Start. Nein, das fand ich nicht so lustig. Super, ja. Lass mich mal, das war dumm. Ja, deshalb lieben wir Multiplayer-Spiele, weil unsere Absprache einfach Traum ist. Ja. Hervorragend. So. Ja, ihr seht übrigens die ganze Zeit, wenn ich bin. Ich nehme noch gar nicht auf. Das wird vielleicht bei anderen Projekten dann folgen. Aber genau. Tarn, ist immer Benny, der Kameramann quasi. Ist richtig. Wir werden aber auch mal euch andere Perspektiven unserer Welt sich präsentieren. Das ist dann genau die von Alex. Nicht erschrecken. Wir gehen das. Wenn die denn hin? Na, ich mach hier noch die. Also ich war schuld. Ich bin nochmal rausgelaufen. Da war noch was ich. Ah. Yeah. Ist hier wieder alles gut. Das nehme ich auch noch. Macht mir mehr Spaß mit dem Molotov-Cocktail. Jetzt wo ich auch weiß, woher der Name kommt. So. Puh, erledigt. Holla, die Waldfee. Oh, da war ich ja richtig schlecht, die Runde. Warst du mal besser? Ja. War ich vorletzter. Okay. Aber im Tank, ey. Ja, also ich sag bloß, bei der ersten Runde war ich überragend. Ja, das Material, also das Beweismaterial ist leider abhandengekommen. Verloren gegangen. Meine Ach, das ist nett. Ich find's aber toll, dass bei der Pipe Bounty die ganze Zeit hinunterbrennt und nicht runter. Ja. Ich brauche mal eine andere Waffe da am Berg. So, genau. Ja, meine Lieblingswaffe im Spiel, die amerikanische Militärgewehr hier. Genau, die habe ich auch gerne. Das ist echt ein cooles Gerät. Und dann bitte noch ein Laserpointer. Macht ja eigentlich mehr Schaden, ne? Was? Laserpointer. Nee, der macht nicht mehr Schaden. Nicht? Dann verreichst du nicht mehr so doll. Ach so. Glaub ich, oder? Also ich schieß den nur genauer. Ja, genau. Also generell nochmal hier unsere Let's Play-Erfahrung. Teil 1 haben wir natürlich halt nie gespielt, wir haben nur Teil 2 gespielt. Dafür aber vor einiger Zeit eine ganze Weile, aber das ist jetzt schon auch mehr als 2 Jahre her. Und von daher tun wir uns hier noch ein bisschen noobig. Was natürlich auch daran liegt, dass wir nicht so die Shooter-Weltmeister sind. Ja, aber ich bin mal gespannt, was noch andere, andere Sachen auf uns zukommen. Und da werden wir sicher auch was anderes außer Shooter spielen. Also wir haben das nicht geplant, dass wir jetzt hier die Shooter-Let's Player sind, sondern wir lassen uns überraschen, worauf wir Bock haben. Und genau. Aber viele Shooter sind halt auch im Koop. Also es, ja.
wird schon einiges geben, denke ich, aber ich lasse mich mal überraschen. Ja, vorhin haben wir noch geliebäugelt mit, können wir das sagen, ich weiß nicht. Klar. Dead Space 3, aber das ist noch überhaupt keine Aussage, wir schauen mal. Aber das wäre vielleicht ein Kandidat. So, die KI bitte noch. Darf ich bitte? Poker hier oben. Ah, sauber geklärt. Hallo. So, nee, das nicht. Weapons here. Aha. Ah, 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 wo kommt denn der? Der ist doch bestimmt an der nervigen Stelle. Na? So, gleiches Spiel wie letztes Mal. Merkt ihr den Weg hier? Da geht's gleich auf schnellsten, ach, neue Munition, auf schnellsten Wege zurück. Ach, seid ihr schon? Na gut. Ja, dann gebe ich jetzt Gas. Ach, du hast schon? Okay. Ich hab schon. Oh. Na los. Na, wenn das denkt, na schnell. Allah, die Weltfee. Fail vom Splitter. Ah, noch fährt noch für die Smoker von So. Dass ich keine Munition mehr habe. Tut mir das weh, wenn ich hier oben bin? Nee. Ich hab einen idealen Platz gefunden. Ich musste ein bisschen nach vorne rennen, raus. Ja, pass auf, dass sich da keiner rauszieht weiter. Ah, ist ja schon alles geklärt. Da kommt ein Charger. Schön. Also wir wollen die ja ab hier heute. Locke auf, im Sprung. Holla, die Waldfee. Also die Schiefwelt ist natürlich auch ein Spiel, wo viele Schiefwelt. Aber die haben wir schon alle, die sind von der 2. Das geht ineinander über mich rein mit den Schiefen. Okay, jetzt ist hier... Ist hier irgendwann mal fertig? Ja. Ich glaube, die sagen, wenn es soweit ist. Naja gut, wir gucken einfach. Vielleicht habe ich das auch verpasst. Der ist schon offen. Ja, super. Eine neue Muni? Ja. Ah, ja, keine schlechte Idee. Ist bei mir auch knapp. So, schaffen die es? Schaffen sie. Nehmen Abkürzung durch die kaputten Räume? Ja. Ab geht er! Der Peter. Ach, er war souverän diesmal. Diesmal nicht ganz am Arsch. Ja, und das auf, nicht Expert, aber immerhin, Advanced. So dumm sind wir gar nicht. Ein Spaß. Ja, kennst du eigentlich die Hintergrundgeschichte hier zu den Charakteren? Gibt's da eigentlich was, oder wirst du... Keine Ahnung. Also, speziell jetzt zu diesen Charakteren überhaupt nicht. Ich habe halt gar nicht auf die Charaktere, auf die Dialoge hier geachtet, weil ich halt mit Left 4 Dead 2 angefangen habe. Und selbst da weiß ich nur, dass, wie heißt der Typ, einfach mal ein Chaot ist. Wer ist denn der komische mit der Kapuze da oder was? Ich hab sowas von keinem Plan. Das Spiel ist einfach cool. Ja, aber du brauchst ja auch keine Story für dich. Genau. Zombie Apokalypse hier, The Walking Dead, die Serie. Guckst du die eigentlich? Wie gesagt, Nö. Wir haben uns 2 Jahre jetzt nicht gehört. Kannst du mal Off-Topic einstreuen? Ja, ja genau, Off-Topic zum Thema Zombie-Filme. Ja, The Walking Dead, also habe ich nicht eine Folge gesehen. Ich habe immer mal gehört, das ist ein Sozialdrama mit Freunden und schwierigen Entscheidungen. Mit Zombies drumherum, da frage ich mich, warum muss man da ein Drama reinbauen, wenn man schon Zombies hat, kann man doch einfach abknallen. Das geht genau so. Oh fuck, hat er mich runtergeschubst. Oh, Jockey! Oh. Na, das war ja ein Fail von Jockey. Nee, also habe ich nicht gesehen, ich bin auch generell nicht so der Serienfan, dass irgendwie so Serien, die mich länger als oder mehrfach irgendwie wieder zum Fernseher locken müssen, und dann immer wieder mit neuen Staffeln rauskommen und nie wird irgendwas wirklich zu Ende gebracht, stoßen mich in der Regel ab.
Ich bin ja schon Serienfan, aber ich habe die erste Staffel gesehen. Das fand ich richtig langweilig und doof. Aber das darf man natürlich nicht sagen. Fanboys da draußen. Nein, es gibt bestimmt ganz viele Leute, die das ganz toll finden. Dürfen sie auch, aber ja. Also uns das ist es nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht gefällt es mir, aber es ist halt eine Serie und da habe ich nicht so Bock drauf. Bah. Ja, oh nee. Jetzt echt? Warte mal, hier war Was denn? Kommt mal irgendwie in meine Richtung hier. Uah! Ich hab doch hier irgendwo einen Kanister mit Feuer gesehen. Ja, der ist direkt hinter uns, Benny. Ja, da kommt er gleich. So, verdammt, verdammt, verdammt. Komm ich hier durch? Yes. Okay. Wo ist er? Ah, Tank ist echt nicht lustig auf der Schwierigkeitsstufe. Ja, verfickt. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Geh weg, ja, aber geh weg! Nein, Bill, mach keinen Scheiß! Hau dich kaputt! Hau ab, Bill! Du! Oh, und damit, oh. Damit ist gegessen. Mann, Mann, und jetzt ist der Tank tot. Scheiße. Ja, wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, auch, wir dürfen hier auch mal, wenn Scheiße läuft, auch diese Wörter benutzen. Wir machen ja hier kein Kinderfernsehen. Und das Spiel ist ja also genau. Nur ab 16. Also. Ja, auch wenn ich hier natürlich auf meinem Screen zumindest die Kinderversion spiele, weil ich es damals einfach hier im Laden um die Ecke gekauft habe und mir keinen Kopf um die schönen Dinge des Lebens gemacht habe. Ach naja, ich finde Zensur in Videospielen eigentlich auch gar nicht so schlimm, solange jetzt nichts Inhaltliches Großes verändert wird. Jetzt, ob das jetzt viel blutet oder nicht, mir eigentlich relativ wurscht. Ja, mir prinzipiell auch, bloß in der ungeschnittenen Version, da kann man halt sehr schnell identifizieren, ob der Zombie wirklich richtig tot ist oder nicht. Ja, stimmt schon. Die andere Frage ist, die ich mir gerade stelle, hätte ich jetzt hier die ungeschnittene Version, dürften wir das denn bei YouTube eigentlich? Ja, weil das die Server stehen in Amerika. Aha. Und die sind da mit Gewalt ein bisschen entspannter. Und du bist da juristisch sicher. Da bin ich todsicher, ja. Es kommt immer darauf an, wo die Server stehen. Aha, okay. Ja. Wie auch immer. Ja, du kannst ja auch wie heißt diese? Die berühmten Piraten von dem Dropkopie-Scheiß. Pirate Bay. Ja, genau. Kenne ich nicht, habe ich das gerade gesagt? Deswegen aus den Medien. Und ja, man hört ja immer so viel davon. Scheiße, wo hast du die geblieben? Ja, die sind ja in Schweden angeklagt, weil die Server in Schweden waren und nicht. du hast ja, glaube ich, Pirate Bay über eine Com oder eine Org-Adresse gekriegt, aber die Server stehen in Schweden, dementsprechend. Oh, Twitch da oben. Ah, da oben. Warte mal, nicht. Ah. Ich warte, Das war schon mal Sache alles. Bisher hätte ich ja weglaufen müssen. Ah, die und Taschenlampe. Also, sonst würde YouTube auch die Videos rausschmeißen und die ganzen anderen Let's Plays von Left 4 Dead und so durften nicht gezeigt werden. Aha. Dementsprechend sind wir da fein raus. Das ist eine Sache zwischen YouTube und wo man es empfangen kann. Ja, verstehe ich. Jetzt, wo ich es höre, leuchtet mir auch ein. Es ist auch immer das mit den Musikvideos, mit der GEMA. Die GEMA kümmert sich darum, dass die nicht gezeigt werden dürfen und deshalb... Ja. Das scheiß Thema reden wir nicht drüber. So, wir sind wieder am Ende dieser Aufnahme und verabschieden uns. Sag tschüss, Alex. Tschüss, Alex. Ja, warte mal. Ah, Cliffhanger. So, auf Wiedersehen. Nee, natürlich nicht. Ah, noch Boomer hinterher. So, jetzt wirklich auf Wiedersehen.